Jungs, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2. So, das ist eine Granate, die will ich nicht spüren. Alter. So, gut, dass wir ein bisschen Thermalsicht haben. Wo bin ich jetzt? Oh, meins, nehme ich. Nehme ich definitiv. Mann verloren. So, was haben wir hier? Da haben wir noch das Original. Aber damit sehe ich nicht so viel, also... Oxide, Butcher 5. Hab eine gekappte Zündschnur. Wir brauchen 10 Minuten für die Kiste und um das EBC scharf zu machen. Negativ. Rollige, wie diese Ladungen in weniger als 3 Minuten scharf haben. Erledigen Sie das. Ende. Sie haben den Kontrollraum versiegelt. Eine Sprengladung an die Tür. Moment. Das wollte ich gar nicht tauschen. Ich wollte das behalten. So, Vorstoß. Waffenfreigabe. Los geht's. Alter. Wo sind die anderen? Da war noch einer. Da. Oh fuck. Ist sehr schlau, hier dann rumzuballern, also. Ernsthaft. Ist, muss man erstmal hinkriegen. Okay. So. Umgehen Sie die oh, hier. Türsteuerung mit der Tastatur. Tür aufmachen. Ja. Mein Gott. Ich sehe nirgendwo einen Timer. Alles gut. Umgehen Sie die Türsteuerung mit der Tastatur. Hab ich doch. Ich häng fest. Fuck. Alter. Niemals. Wenn du den Feind und dich selbst kennst, musst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht fürchten. Okay. Tür aufmachen und trenn die Zeit weg. Ich bin hängen geblieben. Merkt man, ne? Gehen Sie die Türsteuerung oh Mann. Mit der Tastatur. Jetzt aber. In der Nähe. Das ist keine 100 Meter von Ihrer Position, Sir. Das ist kein Vorschlag. Starten. Alter. Roger, Feuermission. Einschlag in der Nähe. Seit wann hat Shepard ein Problem mit Gefahr? Los jetzt! Dicht dranbleiben und mir folgen! Nach Westen! So, los! Ja, lauf doch! Achso. Es tut mir echt leid. Was ein mieser Penner, Alter. Sir, der Sandsturm wird heftiger. Fluteinsätze sind zu riskant. Verstanden. In Richtung Tunnel. Wir nehmen die Boote. Ja, Sir. Ich bin auf der falschen Seite. Super. Meine sind weit in den Komplex vorgestoßen. Mit äußerster... Hast schon schlimmere Ziele als die erledigt. Information bleiben. Rauchdeckung. Shit. So. Ja. Gibt's nicht. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Mann am Boden. Boah, wirklich. Alter Mann, kommst du? Gib Gas! Mir nach, los jetzt! Junge! Na klar. Läuft. Faule Sau. Feindaktivität! Mann verloren! Einmal nachladen, bitte. Und weiter.
Okay. Shepard hat Boote erwähnt. Es muss einen Fluss in der Nähe geben. Los! Das ist fürs Protokoll. Die Sieger schreiben die Geschichte. Die Geschichte ist voll von Lügen. Wenn er überlebt und wir sterben, wird seine Wahrheit Geschichte und unsere geht verloren. Shepard wird ein Held sein, denn um die Welt zu ändern, braucht es nur eine gute Lüge und einen Fluss voll Blut. Er steht kurz davor, die größte Lüge der Geschichte zu vollenden. Seine Wahrheit wird die Wahrheit, falls er überlebt und wir sterben. Globaler Terror. Ja. Ach so, geht direkt weiter. Ja gut. So, auf das Boot. Jo. Oh nein. So. Alter. Okay. So, kann ich auch schießen? Ich kann auch schießen. Aber ich sollte mich ein bisschen aufs Lenken konzentrieren. Oh fuck. Ich habe vorhin Dirt 2 gespielt. Dirt Rally. Ey, Leute. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Huch. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wenigstens eingetroffen. Durch die Höhle. Alles klar. Ja gut, Höhle würde ich das jetzt nicht nennen. Oh, man hat sogar hier drin ein bisschen anderen Sound. Das ist natürlich geil. Oh, hab ich den Heli gerade runtergeholt? Nee, ne? So, dem Helikopter ausweichen. Helikopter hinter uns. Ausweichmanöver starten. Ja, was soll ich denn? Ich kann nur nach links oder rechts. Waschbär. Unglaublich. Fuck, gibt's hier keinen Rückwärts? Ah, scheiße. Scheiße. Ja. Ey, wollt ihr mich verarschen? So, was soll das? Volle Kraft voraus, los! Typ, halt die Fresse. Unglaublich. Mach's doch selber. Und auf dem Gelände fernhalten. Oh. Nö, ist doch richtig. Wir können doch auch hier und dann links. Shepard darf nicht entkommen. Können wir nicht. Alles klar. Gut, das war bei Call of Duty schon immer so ein bisschen das Problem, dass die Wege alle extrem eingeschränkt sind. Also man hat nicht mal einen Hauch von Open World. Das ist so... Ja gut, das war früher halt so, ne? Aber trotzdem, heutzutage ist das ein bisschen befremdlich, finde ich. Alter! Was stimmt mit ihm nicht? Oh, Alter. Puh. Nicht gut. Ah. Ja, klar. Halt die Waffe im Weg, damit ich nichts mehr sehe. Alter, jetzt fahr. Mein Gott. Was war das denn? Verstanden.
Ja. Oh shit. Ja, hab ich doch versucht. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Geht's anscheinend nicht gut. Ah, wir haben ein bisschen viel Wasser geschluckt. Okay, uns geht's echt beschissen. Warte mal, da habe ich doch gerade was gesehen. Oh, hier, beste Map für Duelle. Das war die beste Map für Zweikampf. Price? Nein, nicht Price. Kann ich nicht? Ach so, da muss man jetzt. Okay. Was eine Landung. Aber wie kommen wir von dem Wasserfall direkt hier in... Ah, scheiß drauf. Kleiner Bastard. Hättest du nicht mit gerechnet, ne? Hättest du nicht mit gerechnet. Oh, fuck. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Bleib bloß, Alter, bleib weg. Ja, nee. Ist klar. Vor 5 Jahren. Habe ich 30.000 Männer in einem Atemzug verloren. Und die Welt hat untätig zugesehen. Morgen werden uns nicht die Freiwilligen fehlen. Da gibt es genug Patrioten. Ich weiß, Sie verstehen das. Das war knapp. Komm zu Papa. Oh, komm schon. Oh, das wird nicht gut enden. Da kommen wir doch niemals dran. Ah, fuck. Oh, er macht ihn einfach fertig. Oh, Price hat weniger Haare gekriegt. Price hat weniger Haare. Und los geht's. Ah, das stelle ich mir doch ein wenig schmerzhaft vor. Oh, fuck, ey. Ich weiß nicht, ist das so ein taktisches Messer mit so Widerhaken? Oh, ja, nicht direkt, aber Alter. Geht doch. Was ein Ende. Ist das das Ende? Ist das die letzte Mission? Ich weiß es nicht mehr. Also bei Modern Warfare 1 gab es ja noch diese...
Zusatzmission, ne? Mit der Geiselnahme in dem Flugzeug. Aber hier weiß ich nicht mehr. Oh, er lebt. Ich lebe auch. Siehst du? Läuft. Läuft. Ja gut, er wurde nur verprügelt, ne? Zwar extrem hart. Das Gute ist, Nikolai kann gleich kommen. Er hat nämlich einen kleinen Hubschrauber-Landeplatz auf dem Kopf. So. Das hält erstmal. Jetzt hoch mit ihnen. Habe doch gesagt, ohne Rückflugticket. Ist wohl immer noch so. Die werden jetzt nach uns suchen. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da. Ich kenne da einen Ort. Entwickelt von Infinity Ward. Remastered bei von Binox. Also als Remaster auf jeden Fall nicht schlecht. Infinity Ward war das Original Team. Gut, wir haben unsere Rache gekriegt. Es war ein bisschen Schießbudenballerei. Aber so war das halt bei Call of Duty früher. Ist, glaube ich, immer noch so. Ne? Ich habe die aktuellen Teile nicht gespielt. Aber naja, es war meiner Meinung nach eine schöne Story. Ach, Museum. Jetzt weiß ich, was da... Jo. Genau, man kann hier in dem Museum rumlaufen, glaube ich. Genau. Ja doch, das war dann so die Zusatzmission, ne? Das war ganz cool. Stimmt. Ja, Story fand ich eigentlich ganz cool. Aber so diese typische, ne? Die Russen sind wieder die böse Kriegsmacht, die Amis gewinnen wieder im letzten Augenblick. Ist, ja, man kennt es. Man hat es schon mal gesehen. Gut. Ja, ich würde hier jetzt schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung bei dem Let's Play. Ja, ich hoffe, dass ihr auch bei den zukünftigen Projekten wieder am Start seid. Und ja, Leute, ich lasse die Credits hier erst nochmal durchlaufen. Verabschiede mich aber schon. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.